Mal keine Dämonenschuppen für mich. Oh, ein Stofftier. Ich weiß aber nicht, wo das Kind ist. Da! Nee. Doch, hier. Ich hab dem Kind sein Stofftier gegeben. Ist das nicht schön? Selbst im Nichts bin ich immer noch... ein Nichts. Mehr als nichts, würde ich sagen. Ja, wie kannst du mehr als nichts sein? Dort! Du siehst doch im Nichts, was alles nichts ist. Es ist ziemlich schwer, mehr als nichts zu sein. Der Bauer? Da habe ich mir den aber nicht vorgestellt. Ich mir auch nicht. Ich möchte ja mal ganz stark bezweifeln, dass das wirklich der Bauer ist. Kommt ein dickes Ding. Oh, warte mal. Der Typ muss fallen. Geh mal auf ihn. Das reicht jetzt schon noch. Mist. Er ist ausgewichen. Ich glaube, ich habe ihn gerade geheilt. Oder wiederbelebt, sagen wir es mal so. Jetzt fragst du dich bestimmt warum. Jedenfalls hoffe ich, dass du dich das fragst, weil ich frag mich das. Zack. Diese blöde Barriere muss doch langsam mal hier kaputt gehen. Lass sie einfach mal kämpfen. Mach das mal. Ja. Ach man, kann der mal auf? Wie tut jedes Mal woanders hin? Warte, erreiche den Riss, um aus dem Nichts zu kommen. Wir können fliehen. Wohin geht der? Hallo? Ja gut, ne? So, komm. Wir hauen ab. Wohin? Hier raus! Ihr müsst durch den Riss, Inquisitor. Geht hindurch und schlagt ihn mit. Also wir könnten sonst noch die Ängste der Träumer machen. Komm, weißt du was? Wir machen die Ängste der Träumer. Ist ja nicht irgendwie so, dass irgendwie, keine Ahnung, die Welt auf dem Spiel steht. Wir bleiben ein bisschen im Nichts. Ich wollte mich erst an die Geschichte halten und aus dem Nichts entkommen und jetzt denke ich mir so, nee, komm, weißt du was, bevor du da eine Questleiche hast. Weil das wäre definitiv eine Questleiche, da bin ich mir sicher. Was soll das Wasser? Versuchen die etwa mich mit meiner tiefsitzenden Angst vor nassen Füßen zu quälen? Was? Warum hast du Angst vor nassen Füßen? Wir haben dich an der Sturmküste gesehen. Da ist alles nass. Ja, aber er war ja nicht im Wasser, ne? Er war am Strand. Ja, aber er war ja nicht im Wasser, oder? Weißt du nicht, ich versuche es irgendwie zu rechtfertigen.
Für mich gibt's keine Rechtfertigung. Blackhall, er selbst. Beric. Wurde wie seine Eltern. Vivian. Unwichtigkeit. Eiserner Bulle, Wahnsinn. Solus, einsamer Tod. Serra, nichts. Dorian, Versuchung. Cassandra, Hilflosigkeit. Ah. Wie weit müssen wir denn? Dachte ich mir. Dachte ich mir, dass wir den ganzen Weg zurückgehen dürfen. Ja, wenn schon, dann richtig, ne? Ich meine, ah. Du willst ja die Ängste der Träume abschließen. Ich will keine Questleichen. Ja. Noch besser wäre es natürlich, wenn das hier das Ende ist und wir jetzt einfach nur... Nein, das ist... Hast du nachguckt oder bist du sicher? Bin mir ziemlich sicher. Ich kann zwar nicht zu 100% sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der Sinn ist. Das ist aber die Einleitung. Ja, wie gesagt, zum letzten Akt. Das Finale. Aber du musst natürlich jetzt nicht die letzten Quests hintereinander machen. Nee, das will ich jetzt erst recht nicht. Kannst du die Dinge schweben hier einfach, wann immer ihnen danach ist? Ich frage mich, was wohl... Was wo? Die mögen hier ihren Sätzen nicht zu Ende sprechen, aber... Nein. Wird ja noch Sinn ergeben. Das finde ich auch immer gerne im Nichts. Tarotkarten. Ich habe Tatortkarten gelesen. So Sammelkarten vom Tatort. Das will ich erst recht lieber im Nichts finden. Tatortkarten. So, das heißt, weil ich vorhin nicht gründlich genug gesucht habe, dürfen wir jetzt nochmal den ganzen Weg zurücklatschen. Ja. Ich bin so ein Schlauer. Ja. Aber ich bin nicht nur schlau, ich bin auch noch fies. Wollte ich nur mal kurz sagen. Könnte ja vielleicht irgendwann nochmal wichtig werden, diese Anmerkung. Ah, wir haben Besuch. Ein törichter kleiner Junge ist hier. Um die Angst zu stehlen, deren Last ich ihm freundlicherweise von den Schultern genommen hatte. Ihr hättet mir danken und eure Angst dort lassen sollen, wo sie war. In Vergessenheit. Oder denkt ihr etwa, der Schmerz würde euch stärker machen? Welcher Narr hat euch einen derartigen Unsinn in den Kopf Was? In den Kopf Das ist meine Angst. Dass Leute nie wieder ihre Sätze beenden können. Hör auf! Das macht mir Angst. Nee, hinter dir war doch was. Da hat was geschimmert. Nein. Ich hab doch die Markierung gesetzt. Angeber. Ja, war ja klar, dass hier irgendwo was sein muss. Also, genau am Anfang. Hätte ja auch davon ausgehen können, dass es nochmal wichtig sein wird.
Also wenn dich der Alphorn immer in das verkörpert, was die größte Angst ist, müsste er dann nicht als Buchstaben, die einfach unverändert sind, oder als Wörter, die unverändert sind, dich angreifen? Ja. Vielleicht macht er deswegen das extra, weil er weiß, dass das deine Angst ist. Die Sätze nicht zu beenden. Das ist ein Schlauer. Oh, hinter mir. Die Kerze. Der hätte es wirklich gründlicher untersuchen sollen. Meinst du? Ist jetzt den ganzen Weg zurückgelaufen, um den ganzen Weg wieder zurückzulaufen. Ja, also wir hätten sogar so zurücklaufen müssen, aber... Wollte ich gerade sagen. Ne, um die Quest abzuschließen, das meinte ich jetzt. Ja. Im gesonderten Aspekt der Quest. Im gesonderten Aspekt der Quest? Genau. Naja, zumindest solange der Albtraum nicht mit dir redet und seine Sitze dann nicht verändert, dann... Der Albtraum, der so klingt wie Korypheus. Ja, er sagt ja auch, dass er mit Korypheus zusammenarbeitet, ne? Zum Glück klingt er nicht wie Thaddeus Tentakel. Oder wie SpongeBob Schwammkopf. Das war furchteinflößender. Ja. Ich hab gerade überlegt, was furchteinflößender wäre. Beides. Wobei ich mich ja beim letzten Mal, wo wir uns getroffen haben, wo er noch wie Thaddeus klang, ihn ja mehr ausgelacht habe wegen der Stimme. Ich meine, jetzt klingt er wenigstens furchteinflößend. Davor klang er nicht wirklich furchteinflößend. Bin falsch abgebogen. Der Navi funktioniert nicht so gut. Nee. Ich weiß nicht, warum das Navi im Nichts nicht funktioniert. Bitte wenden. Du drehst dich die ganze Zeit im Kreis. So. Oder das Navi sagt die ganze Zeit, die haben ihr Ziel erreicht. Ich meine, wie willst du vom Nichts ins Nichts kommen? Also du bist ja schon da, ne? Also, die Frage ist, wie willst du vom Nichts wieder raus? Da ist auch ein Navi überfordert. Vielleicht ist die göttliche ja das Navi. Zumindest das etwas, was sich als göttliche ausgegeben hat. Feliz Navidad. Hey, listen. Komm hierher. So. Wir sind gleich da. Dann holen wir uns die Belohnung des Träumers. Willst du die hier im Nichts feiern, Weihnachten? Wann wäre bei den Weihnachten? Meinst du die hier im Nichts am überhaupt Tage? Das wäre meine Frage gewesen. Wann ist Weihnachten im Nichts? Ich meine, im Nichts ist wenig los, ne? Das sagt ja schon der Name. Nee, im Nichts ist nichts los. Das sag ich ja. Du hast gesagt, wenig los. Ja, du hast ja gesehen, wie actionreich das hier war. Vielleicht bis, ne? Mehr als nichts. Aber vielleicht warten die jetzt auch schon 3000 Jahre drauf, dass sowas passiert. Vielleicht wissen die gar nicht, dass 3000 Jahre vergangen sind, ne? Meinst du? Wir haben ja keine Ahnung, ob es hier Tage gibt oder so. Ob die Zeit hier überhaupt vergeht. Schönes Gesicht übrigens recht. Danke. Ein bisschen gruselig. Oh, die Kundschafterpanzerung, die hätte ich schon gerne. Wartet mal, Leute. Ich muss hier kurz irgendwas wegwerfen. Eine Waffe, der Jagdbogen, der ist blöd.
So, aber wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von Dragon Age Inquisition. Bis dann, haut rein und tschüss. Tschüss.